Ich bin die Beziehungsexpertin Ulrike Schreiber und ich unterstütze und begleite Singles, in eine erfüllte Partnerschaft zu kommen. Und in meinen Kursen und in meinen Webinaren werde ich immer wieder ganz viele Fragen gefragt. Und heute lese ich mal wieder eine Frage vor, die in meinen Postkasten getrudelt ist, natürlich anonymisiert, und gebe die Antwort. Und vielleicht ist die auch für dich hilfreich. Und zwar, was mache ich nur falsch? Jeder entspricht nicht. Und man fühlt sich auch nicht hingezogen. Jedoch, wenn es jemanden gibt, man schreibt, telefoniert, will sich treffen, das Gegenüber, und auf einmal, nein, mein Bauch sagt nein, keine Ahnung warum, bin schon sehr lange Single und glaube einfach nicht mehr daran, einen Partner zu finden. Und nur fürs Bett bin ich mir zu schade. Und dann nach dem dritten Date, sollte es soweit kommen, ist der Kontakt plötzlich vorbei. So, also so ganz verstanden habe ich jetzt nicht, wer das Nein sagt und das wäre zu lange Single. Also das habe ich jetzt gerade nicht so richtig begriffen, aber wir versuchen das jetzt mal einmal so und einmal so anzugucken, ne? Also was mache ich nur falsch? Jeder entspricht nicht und man fühlt sich auch nicht richtig hingezogen. Das liegt daran, dass du in einer Schwingung bist, in einer Frequenz bist, in der du Partner siehst, die dir entsprechen. Und da du aber für dich noch nicht im Klaren und im Reinen bist, innerlich, es hat immer im Innen wie im Innen, so im Außen, so dieses ja fast schon abgelutschte Thema, ne? Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, daran liegt es tatsächlich. Wenn du in deiner Wahrnehmung immer nur Menschen wahrnimmst, zu denen du dich nicht hingezogen fühlst und die dir nicht entsprechen und so weiter, hat es was damit zu tun, dass du eine Ausstrahlung hast, die solche Menschen anzieht. Das bedeutet also im Umkehrschluss, du musst für dich an deiner Ausstrahlung, und damit meine ich jetzt nicht nur das Aussehen, kann auch mit dazu hängen, meistens bedingt das eine auch immer das andere, dass du innerlich erstmal eine Ausstrahlung brauchst. Also du brauchst innerlich so eine gute Frequenz, wir arbeiten mit Schwingungsfrequenzen in unseren Kursen, in so eine Frequenz kommst, dass du diese Menschen ausschließt, dass die sich gar nicht mehr zu dir angezogen fühlen. Und das funktioniert tatsächlich, es geht, ganz viele Beweise habe ich, ganz viele glückliche Paare, es funktioniert wirklich. Bei mir hat es auch funktioniert vor ein paar Jahren, deswegen mache ich das heutzutage ja auch, weil das wirklich geht. Und du kommst, also du musst, ich sage immer, in eine, wie so eine Parallelwelt hüpfen, so, da kann man sich hinarbeiten, dass man da auch wirklich ist, sodass du andere Menschen anziehst. Also, wenn du immer Leute anziehst, die dir nicht entsprechen und zu denen du dich nicht hingezogen fühlst, hat das immer was mit deinem Inneren zu tun. Also erstmal im Inneren aufräumen, dich auf eine höhere Frequenz bringen. Das machen wir, wie gesagt, in unseren Kursen. Und dann findest du auch andere im Außen. So, und jetzt sagst du ja noch, wenn es jemanden gibt und man schreibt und telefoniert und will sich treffen, sagt jetzt das Gegenüber nein, mein Bauch sagt nein, dann bist du genau das Gleiche. Du bist dann immer noch und ziehst Menschen an, die dir irgendetwas spiegeln, was bei dir einfach noch nicht stimmt. Also auch da, wenn da denn das Gegenüber sagt, nee, doch nicht, hat das auch wieder was damit zu tun, dass du diesen Menschen angezogen hast durch diese Ausstrahlung, die du zurzeit hast. Übrigens zu 95% unbewusst. Nur 5% Leben machen wir Dinge bewusst. Das meiste ist unser Unterbewusstsein. So, und oder sagst du dann plötzlich, mein Bauch sagt nein, ne? Man will sich treffen und du sagst jetzt plötzlich, nee, doch nicht. Dann steckt dahinter eine versteckte Bindungsangst, die du hast. Du hast in irgendeiner Art und Weise eine Bindungsangst aufgebaut. Meistens liegt es, es liegt immer an der Vergangenheit, das, was du mal erlebt hast. Und dadurch hast du dann auch wieder unbewusst eine Bindungsangst aufgebaut. Also wenn du dann plötzlich Nein sagst, dann liegt das an einer versteckten Bindungsangst. Auch die kann man lösen. Jawohl, so, keine Ahnung warum, bin schon sehr lange Single und glaube einfach nicht mehr daran, einen Partner zu finden. Ja, weil du schon sehr lange in diesem Bereich ausstrahlst, also in dieser Frequenz schwingst und da tatsächlich auch nur diese Menschen sind, die genauso denken wie du. Du musst erstmal für dich, du musst dich weiterentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung sage ich dazu immer, um tatsächlich zu den Menschen zu gelangen, also wie so hochleveln, wie bei Mario Kart spielen, so Level 1, Level 2, Level 3, um dann tatsächlich nachher den Prinzen, die Prinzessin, den König, die Königin zu bekommen. Und nur fürs Bett bin ich mir zu schade. Jo, kann ich sehr gut verstehen, sehr gut. Und nach dem dritten Date, sollte es soweit kommen, ist der Kontakt plötzlich vorbei. Auch sehr spannend. Also erstmal ist halt alles was damit zu tun, dass du zurzeit noch einfach die falschen Menschen anziehst, weil du, ich will nicht falsch sagen, Falsches aussendest. Du sendest Niederschwingendes aus, also bekommst auch Niederschwingendes zurück.
Wenn der Kontakt plötzlich vorbei ist, das ist ja dieses sogenannte Ghosting, das ist weit verbreitet, gerade eben in diesen Frequenzbereichen. Weiter oben ist es nachher nicht mehr so. Da geht man sehr respektvoll miteinander um und verabschiedet sich sehr respektvoll, das ist sehr angenehm. Also, aber wenn dir immer wieder auch dieses Ghosten passiert, dann liegt es daran, dass du in dieser niederschwingenden Frequenz auch die ganze Zeit geblieben bist. Wahrscheinlich habt ihr auch komische Themen in den ersten, zweiten und dritten Date gehabt. Du warst wahrscheinlich nicht in deiner absoluten Freude, Spaß, Leichtigkeit, in deiner Attraktivität, sodass jeder passende Partner oder potenzielle Partner sagt, oh, die ist so cool, oh, das ist so toll mit der, oh, ich fühle mich so wohl bei der. Da will ich jetzt auch noch ein viertes, fünftes, sechstes Date haben. Also auch da hattest du wieder eine Ausstrahlung, die irgendwann sagt, oh nee, nee, lieber doch nicht. Nee, das passt nicht. Das zieht mir wahrscheinlich eher Energie, als dass es mir Energie gibt. Und eine gesunde Partnerschaft ist immer dazu da, auch dass du Energie erhältst und nicht abgeben musst. So, ne? Also das ja, ist spannend. Also dann hast du die ersten drei Dates wahrscheinlich wirklich eine Ausstrahlung gehabt, die eher abschreckend ist. Klingt jetzt echt fiese und böse. Es liegt immer an uns tatsächlich. Und wie du dahin kommst, dass du in diese tolle Frequenz kommst, da wo diese tollen Menschen sind, dass du die wahrnehmen kannst, dass die dich wahrnehmen können, dass sie euch connecten können, das kannst du in unseren Kursen lernen. Deswegen melde dich gerne bei uns an. Also mach das mit. Commitment braucht man dafür. Zeit, Geld, etwas Vertrauen, dass das auch wirklich funktioniert. Das ist dann schon mal drin, ne? Ansonsten schwingst du da gerne weiter. Ich wünsche dir, dass du das irgendwie hinkriegst, dich höher zu schwingen. Es geht einfacher mit einem Trainer und einem Coach. Das sind wir. Also melde dich gerne mal bei uns, ob so ein Kurs bei uns ja für dich irgendwie sinnvoll ist und machbar ist. Ne? Mach das gerne. Unten findest du die Kontaktdaten www.ulrikeschreiber.de. Da findest du alles. Da findest du auch Infos zu den Kursen. Du findest Infos, wie du uns kontaktieren kannst, wie du ein Erstgespräch mit uns führen kannst. Alles gratis, alles. Mach es einfach mal. Wir bieten das einfach an, weil wir wollen gerne, dass viel, viel, viel mehr ungewollte Singles endlich in eine Partnerschaft kommen. Und die meisten Singles stehen sich selbst im Weg. Und du wahrscheinlich auch. Ich wünsche mir das für dich. Also melde dich gerne. Mach's gut. Bis dann. Ciao.